Okay, ach verdammt, ich wollte doch noch was machen. Nein, egal. Aber ist jetzt aber noch schnell. Und ja. Und das und das und das. So, damit ich gucken kann, dass der Stream auch immer läuft. Manchmal zeigt er mir das ja leider nicht vernünftig an. So. Rauchbombe des Einsiedlers, dafür brauche ich Federn. Ja, Kugeln könnten wir machen, die benutze ich aber eh nicht. Also machen wir einfach mal hier einmal Shurikens. Dann ist ein Heilelixier. Also was gerade können, nehmen wir den Giftbettstein auch noch mit verkaufen. Ah, ich kann auch Stuff verkaufen. Haben denn die Händler bestimmtes Geld? Nö, haben sie nicht. Gut. Dann möchte ich gerne das verkaufen, das verkaufen. Das Halskatana kann weg. Das Standard-Oshida behalte ich mal. Den Bogen 0815-Säbel, der kann weg. Sind die immer noch ausgewählt? Nein, natürlich nicht. Holz, Holz. Nein, das Oshida wollte ich behalten. So. Das kann weg, die Schuhe können weg, das andere Standardding ohne alles kann weg, das kann auch weg und der Kimono kann auch weg. Kaschikomarimashita. Nein, nein, nein. Und da kann ich rückkaufen, okay. Mata okoshi kudasai. Karma umgewandelt in einen Fähigkeitspunkt, sehr gut. Rücke nach Yokohama, Missionsziel wurde aktualisiert. Okay. Wir können jetzt erstmal hier noch das Banner aufstellen. Das war hier vorne irgendwo, ne? Ja, da. Pferdeflöte erhalten. Oh! Du hast Fuchs erhalten. Nutze die Pferdeflöte, um jederzeit ein Pferd zu dir zu rufen. Jetzt schon einen Reitmount bekommen. Krass. Vor allem ohne Ansage, ohne alles. Einfach so. Hätte ich da jetzt nicht drauf geachtet, wäre das auf einmal gewesen. Automatisches Laufen zu Pferde. Die Fähigkeit automatisches Laufen ist nun verfügbar. Damit kannst du dich automatisch an deinen Zielort deiner Wahl begeben. Wähle über das Untermenü Karte einen Zielort aus. Beachte, dass du die Fähigkeit nicht einsetzen kannst, wenn deine Bewegung eingeschränkt ist oder um dir unbekannte Gebiete zu bereisen. Ah, okay. Das automatische Laufen wird beendet, indem du L drückst, sondern im Pferd absteigst. Drücke wo, um automatisches Laufen fortzusetzen, während du reitest. Aha, okay. Gut. Der nächste Kram ist. Das hier kann erstmal dann. Halt, reicht denn? Das da kann erstmal weg. So. Unten packen wir ein neues rein. Aber ich will jetzt erstmal hier oben in die Ecke noch rein. Rücke nach Yokohama. Er ist mittlerweile schon nur noch gelb, das ist gut. Ich mache jetzt aber das Gebiet erstmal komplett fertig und gehe danach dann nach hinten hin zurück. Erstmal über die Felder gucken hier, was da noch so ist. Ich finde es ein bisschen komisch oder schade, dass man nicht sehen kann, welche Leute dir was Böses wollen und welche da. Gut, die beiden haben Schwerter in der Hand, die werden definitiv mir nicht so wohlgesonnen sein, denke ich. Obwohl da auch normale Leute neben sind, ne? Wir werden es gleich herausfinden, I guess. Jop. Yeah.
Und tschüss. Aua. Ja. Na, will hier noch wer aufs Maul? Kein Problem, kommt her. Hoppala. So, ich mach nochmal diesen komischen Key aufladen. Katze. Da oben. I see you. Komm ich ja nicht ran. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, okay. Hi, Kitty. Aber es geht. Sehr gut, Katzen beide gefunden. Ich muss jetzt aber mal ganz kurz noch mal reingucken in die Steuerung. Nein. Alles zurücksetzen, Quatsch. Achso, warte mal, das kann ich ja auch in der Enzyklopädie in den Leitfaden, ne? Schwimmen, Pferde oder mal schlafen zu Pferd, Gegenstände, Waffen ziehen und wegstecken, besondere Bewegungen. Verteidigen, Gegner in Panik klauen, Klingblitz da. R1 unmittelbar nach einem Angriff. Ah ja. Das ist jetzt noch nicht so relevant, wird aber wahrscheinlich später noch um einiges relevanter werden, gehe ich mal von aus. So. Beide gleich. Läuft. I take those. So. Kaninchen. Kann ich euch töten? Geht das? Ja, nicht töten, aber... Also, ich habe anscheinend eins erwischt. Tierische Fette bekommen. Okay. Zu Ende, naja. Also für dieses Gebiet zumindest. Krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. I got you. Ingwerwurzel habe ich von dem Viech gerade bekommen. Interesting. Okay, hier sind wir jetzt aber schon direkt im nächsten Gebiet und der ist mir nicht wohlgesonnen. Ja, hab's verstanden. Oh, warte mal. Ja, okay. Ich komme da nicht durch, ähnlich. Also von daher, warum sollte ich jetzt hier schon kämpfen? Gut, dann. Jo. Auf nach da unten, würde ich sagen, ne? Pferdchen. Galoppieren, vom Pferd steigen. Aha, aha, aha. Einsammeln und sowas darf ich auch vom Pferd aus. Das ist sehr gut. Kann ich auch vom Pferd aus kämpfen? Ich darf auch vom Pferd. Was war das denn? Was denn mit you nicht richtig, Mom? Ma'am. Okay. Hi! How is it going? Ah, da muss ich zur Seite dodgen, ja.
Arm ab. Aua. Und Sandalen. Mhm. Mein Pferdchen steht einfach und chillt. Okay. Feuerwetzstein und einen gelben Lotus. Okay. Noch was? Nö, ne? Noch wer? Vielleicht. Tja. Ich sag mal, man sollte sich vielleicht fünfmal überlegen, mit wem man sich anlegt, wa? Dum, da, da, dum. Zack. Wow, ich bin durch mein Pferd gerade durchgerollt. Egal. Ist das das Geräusch, das mein Pferd macht? Holy moly. Ich steig mal lieber ab. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich hier gleich noch Spaß erwartet. Da oben müssen wir wieder wen wegprügeln. Hey, get both of you. Stoffhandschuhe, Tierhaut, Samurai-Handschuhe, okay. Von besiegten Gegnern bekommt man echt viel Stuff. Ich kann ja gefühlt irgendwie alle 2 Minuten schon wieder in meine Ausrüstung reingucken. Meine Waffen haben wir nicht bekommen. Nee. Definitiv nicht. Ach stimmt, wir hatten ja noch den. Heilung von Verbündeten, Hilfe, Ki-Regeneration, Konterfunke, plus 6%, jetzt plus 3. Oh ne, wir nehmen schon das. Mhm. Konnte ich nochmal, ach, hier. Ja, okay. Letzter Angriff. Kigerine generiert. Ist die Hälfte von einem verschlucken. Beihandschuhe. Achso, der Kopfschmuck hatte das noch, ne? Genau. Ja, und nochmal die andere Schuhe. Ach ja, stimmt, wir haben hier ja noch Stuff. Wirkstoff. Wir machen da mal einen Giftwetzstein rein. Status. Geschick 1, 1, 1, 1, alles 1, okay. Jetzt ziehen wir Schwertkämpfer, Stärke plus 1. Alter Schwede, wie viele Dingens gibt es denn? Holy moly. Okay. Gut.
noch Neues? Hier haben wir noch einen neuen Bayern. Schwarzsandstein, okay. Oh. Fuchs hat 70 Geschwindigkeit und so ein japanischer Sattelzug. Aha, 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 okay. Okay. Zack. Okay, dann wollen wir da oben mal die Leute dann weghauen, ne? Wollen wir diesen Bezirk mal befreien? Sieht so aus wie ein Banditenlager oder sowas. Was ich mich gerade frage, ist, darf ich hier so an der Seite hoch? Nö, ne? Na gut, dann nicht. Nicht schleichen. Hi. Hi. Ah, du bist ja gerade gleich der Anführer hier. Okay, ich kite mal ein bisschen zurück. Aua. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte was. Hallo? Ach, mein Gott. Zwei. Wo sind? Da hinten. Okay. Achso, und das eine ist der Wolf. Ist eh gerade schon nicht zu sehen. Die sieht mich eh nicht und zack. Okay, damit haben wir auch in dieses Gebiet wieder ein normales Leben reingebracht. Lederschuhen, Odachi, gelber Lotus. Okay. Sonst ist hier bei euch oben aber nichts los, ne? Ihr wollt einfach nur eure Ruhe, denke ich. Okay. Flintstein und Stahlset, gelber Lotus, zwei Bambusblätter. Aber wir haben trotzdem noch neue Ausrüstungsgegenstände bekommen. Wir haben noch neue Sodachi bekommen. Was besser ist als die Stangenwaffe, sehr schön. Glaube ich zumindest, oder? Ja, die Stangenwaffe war ja die hier. Das Dachi ist jetzt noch mal besser. Die Flammendauer plus 1,1. Ja, wir haben halt schon das Bessere, ne? Oh, und Schuhe waren noch mal. Weiser Arzt. Ja. Dauer von gegnerischen Kauern erhöht. Das ist gut. Key-Angriff und Panikdauer von Gegnern erhöht. Scheiß Schaden runter, ja. Regeneration Konterfunke, Key-Angriff plus 3,3. Wir nehmen die hier, glaube ich. Effektivität von Medizin. Ah, okay, das ist dann die Schuhe.
passt nicht überhaupt nicht dazu, aber ist egal. So, dann brauchen wir hierfür ja tatsächlich nur noch den Flüchtigen da oben zu hauen und dann sind wir durch, wa? Mit dem Gebiet, dann haben wir Gebiet 1 komplett befreit. I like those. Dann müssen wir darüber. Es gibt halt auch keinen vernünftigen Weg darunter, ne? Muss immer hier irgendwie. Aua, den hier machen. Der ist ja in Anführungsstrichen nur noch gelb. Gegner, der hier ja zu sein scheint. Okay, ich habe ja zum Glück Regeneration außerhalb des Kampfes. Wurde nur bei Nacht gesehen. Okay. Mhm. Kann ich denn hier dann irgendwo warten, bis Nacht ist? Kann ich denn... Warte mal, geht das? Kann man irgendwie... nach Yokohama. Geschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Na, 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 na. Primärwaffe 100 noch was, Verteidigung 200 noch was. Ein Fähigkeitspunkt, den behalte ich aber erstmal noch. Halt ein aufgeladener normaler Angriff. Ja, pass. Aber dann habe ich doch. Hä? Kann ich denn irgendwo... Kann ich an so einem Banner bis nachts warten? Achso, kann ich denn irgendwie hier an dem Banner ruhen oder sowas? Ah, okay, ich habe unten da tatsächlich zwei verschiedene Angriffe. Es scheint noch relativ hell zu sein. Hm. Lohnt halt das Warten nicht, ne? Erstmal. Wahrscheinlich, weiß es nicht. Britischer Trainingsanfänger. Säbel, britisches Trainingsanfänger. Also es wird ja langsam dunkler. Die Frage ist halt nur... Ja, wir gehen erstmal nochmal... Wir gehen mal erstmal weiter ins nächste Gebiet hier. Denke ich sinnvoller, als jetzt hier nur doof rumzustehen und zu warten.
Wir kommen da einfach dann wieder hin, wenn es dunkel ist und dann ist es gut. Wir können dann jetzt darüber gehen. Da unten eigentlich wieder. Ja, tun sie, weil ich verkeckt habe, ja, mit dem ich da ja aus Versehen angedröselt habe. Die 90 Meter da oben sind Gegner. Das heißt, ich kann aber auch den Loot da hinten wieder haben. Was dafür sorgt, dass ich da hin möchte. Die beide in die Richtung? Nein, der eine guckt in die, der andere guckt in die Richtung. Schade. Das geht trotzdem. Ja, ja, weil ich euch überrascht habe. Du. Eichengitter. Oh. Nächste Schuhe, die besser sind als meine anscheinend. Zumindest haben sie mehr Verteidigung, aber. Ganz ehrlich, das hat mehr schöne Side-Effekte. Diese Hilfsmission da ist aber erledigt, die ist gone. Dann wollen wir doch mal im nächsten Gebiet ein bisschen Unruhe stiften, ne? Die Yamate. Hier vorne ist ja direkt Party. Starke Gegner anwesend auf der Flucht. Tatsuo, der Sklavenhalter. Mhm. Den wollen wir also als nächstes haben. Okay.